Ja, sie unterwirft sich und andere sehr streng den Regeln des Glaubens. Und sie ist Feuer und Flamme des Sonnenzuges. Ihr müsst wissen, ihr humpelndes Bein, das war eine Hexe, versteht ihr? Gut, dann lebt mal wohl. Waffenbalsam. Und ja, es ziemt sich zwar eigentlich nicht, Bandstrahler zu plündern. Verbände, das da, das da. Pfeilspitzen, das kann auch mal zu Ich Vorgrim. versuche mein Bestes. Ja, wir bräuchten jetzt nur noch Federn. Dann könnten wir theoretisch. Locker uns noch ein paar Pfeile herstellen. Okay, hier können wir noch weit in den Norden, so wie es aussieht. Sieht aber auch so aus, als ob wir hier oben eh dann lang können von der anderen Seite. Deswegen lasse ich das mal. Also ja, so wie es aussieht. Sind die Hexen und Banditen alle im Norden? Jenseits des Flusses. Was auch irgendwie Sinn macht, wenn man sich überlegt, dass hier unten der Gutshof ist erst einmal. Und jetzt auch noch die Pius-Lager. Ja, und du musst jetzt deine toten Leute beerdigen. Also ja, hier ist die Blutbergruine und ich denke, man kann einmal hier oben noch rum. Deswegen lassen wir das jetzt mal hier. Falls nicht, können wir immer noch mal herkommen. Ja, jetzt müssen wir zu Joe's Mine. Ach ja, der Wolf. Oh, er hat uns leider entdeckt. Sanja. So, jetzt. Gut. Ach, und da sind auch schon wieder Bären. Direkt beim Holzfällerlager. Ach, sie haben mich bemerkt. Ja. Feyatara. Lass das mal. Achtung. Sanja.
Okay, die hilfreiche Taste ist leider fehlgeschlagen. Na klar, Deception. Wieder Feuer fliegen. Ganzer Schwarm. Wisst ihr was? Obwohl, komm, sammeln wir von denen nochmal die Giftstacheln ein. So. Jetzt folgen wir dem Weg runter, zurück auf die Straße, zurück zu Josephine. Ich hoffe mal, Schon wieder zurück aus den Tiefen des Waldes? Was machst du hier? Na was, schlichte Schweine? Ja. Ich hab's mir anders überlegt. Du wirst den Wein der Patrioten bald in deinen Händen halten. Du wirst mich hier finden, wenn du ihn hast. Kannst du mir vielleicht noch einen Rat geben, wie ich am besten an den Wein rankomme? Wenn ich das wüsste, würde ich das Gesetz selbst holen, Bruder. Am schwierigsten wird es sein, das Lager der Prioten zu betreten. Tu am besten so, als ob du den Sonnengott fährst und dich ihnen anschließen willst. Okay. Ja, hilf der Hexe. Schließe dich dem Sonnenzug an. Entwende den Messwein. Ich habe den Wein für Josephine besorgt. Bring den Wein zu Josephine. Jetzt, wo ich mich einmal entschlossen habe, den Wein aus dem Patriotenlager zu spuggeln, sollte ich ihn auch zu Josephine der Hexe bringen. Sonst habe ich am Ende umsonst meinen Kopf riskiert, denn ich wette, die Prios-Diener werden nicht sehr erfreut sein, wenn sie das Verschwinden der Reliquie bemerken. Na, schon wieder zurück aus den Tiefen des Waldes? Gute Frau, ich präsentiere dir den Messwein. Frag bloß nicht, wie ich an ihn herangekommen bin. Satoria ist... Satoria ist mit dir. Das wird ein böses Erwachen für die Sonnendiener geben. Hör zu, wenn du wirklich wünschst, dass dich die Hexen des Dunkelwalds hinter der magischen Barriere bringen, solltest du jeder einzelne einen Gefallen erweisen. Es soll dein Schaden nicht sein. So meine Schwestern auch. Saphira ist auch eine bekannte Kräuterfrau in den Tiefen des Forsts. Im Gufshof ist die Magd Mola eine von uns. Und natürlich Alvene, die durch die Wälder streift. Meine Schwestern zu finden, sollte dir nicht schwerfallen. Ich habe ihre Heimfunkzeitsort auf deiner Karte markiert. Bevor du gehst, gibt es aber noch ein paar Dinge, die ich mit dir besprechen muss. Und das wäre, erstens, wenn du durch den Wald läufst, dann schalte dich wahllos alles ab, was dir begegnet. Du bist jetzt ein Freund der Hexen und manche der Tiere des Waldes werden das spüren und dir nichts tun. Nicht alle wohlgemerkt, nur einige. Gut, ich werde daran denken. Und was wolltest du noch? Zweitens, im Wald stehen alte Bäume, die unserer Schwesterschaft heilig sind. Die Sonnendiener verdammen diese Hexenbäume als Höllenwerk und wollen sie vernichten, wo immer sie stehen. Wenn du auf Sonnendiener stößt, die einen solchen Baum fällen wollen, musst du sie vertreiben. Beeindruckend, dass du bis zwei zählen kannst. Ich werde sehen, was mir bei den Bäumen möglich ist. Hast du alle Hexenbäume vor der Hexen der Inquisition gerettet, versuche mich wieder auf. Ich warte dort drüben hinter der Brücke. Da wäre noch etwas. Ich bin ein gestandener Elf. Was meinst du? Also die Hexenbäume, ja. Wo finde ich sie? Unsere Legende sagen, die Bäume sind Geschenke der Göttin Saturia an die Hexen. Auf deiner Karte habe ich dir markiert, wo sie zu finden sind. Können sich diese magischen Bäume nicht selbst gegen die Inquisition wehren? Du hast zu vielen Bahnen erzählt.
Lauspüren und ja, die Erdkraft ist stark und ihre Borke, aber die Bäume vermögen sich gegen Äxte ebenso wenig zu erwehren wie jede andere Tanne oder Linde, die du im Dunkelwald siehst. Wofür braucht die Hexen diese Bäume? Die Hexenbäume wachsen auf Adern magischer Kraft und ihre Wurzeln dringen tief in das Fleisch der Erdmutter. Sie helfen uns, Magie zu wirken und unsere Göttin Saturia zu verehren. Ja, auf bald. Ich habe also richtig gehört. Oh. Ihr seid ein Verräter, ein Ketzer und ein Hexenfreund. Praios Zorn soll euch zerschmettern. Praiovin, lauf zum Großinquisitor und bringe ihm die Kunde. Ihr anderen folgt mir. Zum Angriff. Ja! Das wird jetzt noch lustig werden. Lass das mal Vorgrim machen. Alles klar. Arquartus. Ei. Ja, schließe dich dem Sonnenzug an, ist gescheitert. Ich habe mich entschlossen, den Hexen zu helfen. Das wird den Pajoten gar nicht gefallen. Die Sonnengott in allen Ehren, aber ich habe mich gegen die Ermordung Josemins entschieden. Ja, ich glaube, da wird uns Praios auch eher danken. Die beiden können wir nachher lesen. Oder ne, lesen wir sie jetzt. Die Hexen des Dunkelwaldes. Die Hexen des Dunkelwaldes leben eng mit den Wesen der Natur zusammen. Viele Tiere und sogar Bäume stehen ihnen zur Seite und schützen die Geheimnisse der Schwester Saturias. Ihr Wissen ist aber auch für andere Bewohner des Dunkelforsts unentbehrlich. Immer wenn ein Mensch geboren wird, erkrankt oder auf dem Sterbebett liegt, kann er sich auf die Hälfte der Hände der Hexen verlassen. Aber nur dem ist ihre Hilfe gewiss, der auch ihr Vertrauen erlangen kann. Dann aber sind sie mächtige Verbündete. Gewinne das Vertrauen der Hexen. Die Hexen würden mir bei meiner Suche nach dem Buch der Schlange zur Seite stehen, aber zuerst muss ich mich ihres Vertrauens würdig erweisen. Erlange Morlas Vertrauen. Morla ist eine der drei Hexen, deren Vertrauen ich gewinnen muss. Nach Josemin kann ich sie im Gut Dunkelforst finden, wo sie sich als Magd ihren Unterhalt verdient. Erlange Alvendes Vertrauen. Alvende ist eine der drei Hexen, deren Vertrauen ich gewinnen muss. Sie hat ein kleines Jagdleid weiter im Norden. Erlange Saphiras Vertrauen. Saphira ist die Kräuterfrau. Saphira, die Kräuterfrau, ist eine der drei Hexen, deren Vertrauen ich gewinnen muss. Man erzählt mir, sie habe sich in einer kleinen Hütte nördlich des Flusses niedergelassen. Dort sollte ich nach ihr suchen. Die Hexenbäume. Im Dunkelforst stehen seltene Bäume mit einer sonderbaren Kraft. Sie gelten den Hexen als heilig. Denn mit ihrer Hilfe können sie mit Göttin Saturia in Verbindung treten. Die Sonnendiener des Praios verdammen diese Bäume jedoch als Höllenwerk und werden nicht eher ruhen, bis nicht der Letzte ihren Äxten zum Opfer fällt. Verteidige die Hexenbäume. Die uralten Hexenbäume bewachen diesen Wald und schützen ihn vor unwillkommenen Eindringlingen. Die Praioten wollen diese Bäume mit Axt und Feuer zerstören, um die Macht der Hexen zu brechen. Josmin hat mich gebeten, die Bäume vor den Äxten der Praioten zu schützen. Der Baum an der Brücke. Einer der Hexenbäume steht bei der Brücke, die in den nördlichen Teil des Waldes führt. Josemin hat mir seine Lage auf der Karte gezeichnet. So werde ich ihn leichter finden. Es wird sicher auch höchste Zeit, denn die Praioten führen ihre Befehle zügig aus. Der Baum im Herzen des Waldes. Einer der Hexenbäume steht mitten im Wald, nordwestlich vom Gutshaus Dunkelforst. Josemin hat mir seine Lage auf meiner Karte gezeichnet. So werde ich ihn leichter finden. Ich hoffe, die Praioten sind mit ihrem Werk der Zerstörung nicht allzu weit fortgeschritten. Ich muss mich beeilen. Einer der Hexenbäume steht im Nordosten des Waldes, neben dem Hochplateau. Josmin hat mir seine Lage auf meine Karte gezeichnet, so werde ich ihn leichter finden. Hoffentlich kommt meine Hilfe nicht zu spät. Die Perioden sind wie besessen, wenn es um die Einweisungen des Großinquisitors geht. Sturm über Wassern. Okay, sie ist schon hinüber. Bei meiner Axt! Sie folgt mir! Ich will ja nichts sagen, aber Pajoten haben nicht besonders viel Ausdauer. Oh, noch ein Rabenschnabel. Einfache Verbände können zu dir. Okay.
Das heißt, wir haben jetzt sehr viel hier gekennzeichnet. Hier ist ein Hexenbaum. Hier ist Saphira. Hier ist ein Hexenbaum. Hier ist ein Hexenbaum. Hier ist Alven. Burg und ja. Also würde ich sagen, ich gehe erst zu Alven, dann den Hexenbaum, dann zu Morla. Und dann den ganzen Norden. Der ziemlich groß zu sein scheint. So, aber jetzt ist mal wieder Zeit für einen Cut. Also speichern wir. LP 0, also Let's Play 017. Und dann sehen wir uns gleich wieder.